Hallo ihr Lieben. Heute möchte ich mich mal mit diesem Bärteritter beschäftigen. Normalerweise reacte ich solche Videos eher nicht. Ich möchte solchen Typen nicht noch Reichweite und irgendeine Resonanz geben. Aber ein Zuschauer hat mir dieses Video gelinkt und hat die Frage aufgeworfen, was will dieser Typ eigentlich? Und damit wollen wir uns jetzt mal beschäftigen und mal gucken, was er zu sagen hat. Der Politiker Wolfgang Bosbach von der CDU war mit einem Team von Stern TV unterwegs und hat sich Pro-Palästina-Demos, die meistens Anti-Israel-Demos sind, angesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was er dort so alles gesehen hat. Ich kann vieles erwarten. Interessant finde ich immer, dass auf diesen Demos die Hamas nicht verurteilt wird. Die Hamas, ich habe das mal hochgerechnet. Ja, gut, aber verurteilst du die Morde, die terroristischen Morde an irgendwelchen russischen Zivilisten durch die Ukraine? Ich meine ja nur, weil ich habe in diesem Video ziemlich viel Whataboutism gesehen, was ja böse ist und was man nicht darf. Deswegen wollte ich ihm das nur mal so entgegenhalten und so weiter. Weit mehr als 25.000 Kriegsverbrechen begangen. Quelle? Fragezeichen, gibt keine Quelle. Das hat der Schwurbler sich doch selber ausgedacht. Offiziell hat ja auch Israel mittlerweile 20.000 Zivilisten getötet durch seine Luftangriffe in Gaza. Und davon ungefähr die Hälfte Kinder. Verurteilst du das, werte Ritter? Thematisierst du das überhaupt? Tut es dir leid? Hast du nur einmal Mitleid mit diesen Kindern gezeigt? Oder gibt es die in deiner Welt gar nicht? Tja, was genau unterscheidet jetzt diesen Typen eigentlich von den Palästinensern, die er kritisiert? Das sind alles irgendwelche Schwarz-Weiß-Denker. Ich kann mir nicht helfen. Kein Mitgefühl habt ihr. Kein Herz habt ihr. Alle seid ihr gleich. Für mich seid ihr alle so, als hätte eine Mutter euch geboren. Seit dem 7. Oktober. Ah, seit dem 7. Oktober. Warum fangen wir den Count nicht 1948 an? Ja, Fragen über Fragen. Wir werden Antworten suchen. Muss man sich mal geben. 25.000 Kriegsverbrechen. Quelle? Fragezeichen? Das hast du dir doch selber ausgedacht. Du Schwurbler. Aber interessiert keinen. Ja, 10.000 tote palästinensische Kinder. Interessiert es irgendjemanden in deiner Bubble? Interessiert es den Bosbach? Sind ja keine Juden. Ja, sind ja keine Juden, genau. Das kann ich genauso gut auch auf meine Frage anwenden. Das sind keine Juden, also sind ihre Leben nichts wert. Gamwob, vielen Dank für die drei Gifted Subs. 5 pro-palästinensische Demos am Wochenende, allein in NRW. Wir besuchen mit Wolfgang Bosbach 2 davon. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich habe Respekt vor Bosbach. Er ist zwar ein rechter, konservativer Rechter, aber im Vergleich zu den heutigen Politikern ist er ein, ja, wenn ich ihm zuhöre, er hat noch irgendwelche Standpunkte, er ist noch stabil in der Birne, wenn ich ihn mit den Grünen heute vergleiche, die ja einfach nur noch Kriegstreiber sind, dann habe ich vor ihm irgendwie Respekt. Wollte ich schon mal gesagt haben. Nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendwie alle mit dem Bade hier ausschütten will. Nein, nein. Die Stimmung aufgeheizt. Hamas. Ja, wundert euch das, dass die Stimmung aufgeheizt ist? Natürlich ist die Stimmung aufgeheizt. Was soll sie denn sonst sein? Bei diesen wahllosen Massenbombardements dort. Eine Woche vorher. In Essen rufen Demonstranten ein Kalifat aus. Ja, hier wunderbar. Schon mit Taliban-Flagge. Absolut krank. Also man muss auch mal sagen, diese Leute gehören abgeschoben. Ah, da drückt den Werteritter der Schuh. Er möchte gerne Muslime abschieben. Ja, aber blöderweise sind diese Muslime deutsche Staatsangehörige. Siehst du, ich bin kein Moslem, ich bin ein Christ, aber ich bin auch ein Migrant. Born in Frankfurt Höchst. Mich kannst du nicht abschieben. Du kannst meine Meinung nicht abschieben, gar nichts kannst du machen. Und jetzt machst du diesen Kanal, um darüber zu weinen, dass die Dinge nun mal so sind, wie sie sind. Oh, das tut mir aber leid für dich. Ich weiß auch nicht. Und sollten Sie deutsche Staatsbürger sein, dann steht Ihnen doch frei auszureisen. Ihr müsst. Ja gut, aber dir steht doch auch frei auszureisen, wenn du so ein Far-Right-Deutscher bist. Wander doch aus nach Texas oder wander aus nach Israel. Da kannst du deinen Prosemitismus zelebrieren und irgendwelche, keine Ahnung, dich in irgendwelchen geistigen Ergüssen ergehen. Zwingt dich doch keiner, dich in die Multikulti-Welt von Deutschland zu integrieren, oder? Tja, so sieht's nämlich aus und nicht anders, mein Freund. Ist ja keiner leben. Schwenken Fahnen, die an den IS erinnern. Die Polizei greift nicht ein. Ja, es. Die an den IS erinnern. Bei ihm werden daraus IS-Fahnen. Das sind irgendwelche arabischen Suren oder wie das da heißt, diese komischen Schriftzeichen. Aber er kann sie nicht lesen. Er sieht eine schwarze Fahne mit einem Schriftzug in arabischer Schrift. Das muss der IS sein. Es kann gar nicht anders sein. Hast du irgendwelche Beweise dafür?
Zeig uns doch mal eine, blende doch mal eine Original-IS-Fahne ein, damit wir das sehen können. Das sind alles irgendwelche Behauptungen. Ja, naja. Hauptsache, wir schwurbeln uns mal unsere Welt zurecht, so wie wir das brauchen. Das wird auch vom IS benutzt, diese schwarze Flagge. Das ist die Flagge des Dschihads. Da ist das Glaubensbekenntnis drauf, auf schwarzem Grund, wird nur für den Dschihad benutzt. Und das gleiche auf weißem Grund ist die Flagge der Taliban. Das habe ich vorher, also das mit der weißen Flagge habe ich bisher noch nie gehört. Und wie gesagt, dass das wirklich genau dieselben Schriftzüge sind, da bleibt er uns den Beweis schuldig, das wissen wir nicht und wir werden es auch nie rausfinden. Aber Hauptsache, er hat es mal in die Welt gesetzt. CDU-Politiker Wolfgang Bosbach will sich ein eigenes Bild von den Demos machen. Vergangenen Samstag begleiten wir ihn in Wuppertal. Auch eine alte Kollegin von ihm ist vor Ort. Hallo Barbara, deinen Mann habe ich schon gesehen. Wie geht's dir? Er erzählt uns, dass er schon 6-mal in Israel war. Die antisemitischen Rufe auf deutschen Straßen entsetzen ihn. Dann haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten überwiegend Menschen aus dem arabischen Raum aufgenommen. Nicht jeder, der aus dieser Region kommt, ist gleichzeitig Antisemit. Aber überdurchschnittlich viele sind mit antisemitischen Stereotypen. Ja, aber wisst ihr, lieber Bosbach und lieber Wertritter, ihr habt halt die Deutungshoheit darüber verloren, ihr hättet gerne die Deutungshoheit darüber, was Antisemitismus ist, aber ihr habt sie nicht. Für mich ist ein Antisemit jemand, der die Auslöschung aller Juden fordert, der irgendwelche Juden verfolgen will, der sie umbringen will, der, keine Ahnung, Hitler feiert. Von mir aus kann man diesen Begriff so weit fassen. Aber es ist nicht jeder, der die Zwei-Staaten-Lösung verlangt. Oder, keine Ahnung, ihr wollt ja Greta Thunberg jetzt auch zur Antisemitin erklären. Und wisst ihr was? Ich gehe einfach nicht mit. Feierabend. Ihr könnt weinen, so viel ihr wollt. Wein doch. Und wein. Und wein. Und wein. Heute weinen ja viele. Heute weinen ja die meisten. Wein von mir aus, so viel du willst. Aber ich bin nicht deiner Meinung. Feierabend. Und Wolfgang, weder Wolfgang Bosbach, noch der Typ da oben, der Mann in der linken Ecke, sind für mich maßgeblich dafür, was ich als antisemitisch betrachte. Ganz einfach. Groß geworden. Hass auf Israel gehört da schon fast zur Staatsräson. Hass auf Israel? Ich liebe Israel. Wetten diese Palästinenser? Ja, okay, dass die Israel lieben, glaube ich nicht. Aber warum ist es eigentlich immer Hass auf Israel? Wenn Israel die besetzten Gebiete räumen soll, dazu gibt es unendlich viele UNO-Konventionen bisher. Aber das kommt ja in eurer Welt nicht vor. Israel besetzt illegal irgendwelche Gebiete. Und wenn Israel diese Gebiete räumen soll, dann wird daraus bei euch Hass auf Israel. Nein, 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 nein. Da hat er vollkommen recht, das ist das große Problem. Und diese Leute dürfen auch nicht eingebürgert werden, sondern die müssen dann halt wieder zurück. In Wuppertal Aha, also das möchtest du entscheiden, wer hier eingebürgert werden soll. Also ganz ehrlich, ich würde Typen wie den da oben in der linken Ecke gerne ausbürgern. Der darf nicht eingebürgert sein, den müssen wir ausbürgern, er muss. Sammeln sich heute 2000 Menschen, darunter auch viele Familien mit Kindern. Bosbach fällt dann eine Frau auf. Auf ihrem Plakat erklärt sie die israelischen Angriffe zu einem Genozid, also einem Völkermord. Damit verstößt sie gegen die polizeilichen Auflagen. Ich möchte natürlich, dass der Genozid aufhört und natürlich Palästina. Es ist auch unglaublich, dass Leute einen Genozid unterstellen. Es gibt keinen Hinweis darauf. Ja, aber auch das ist wieder so eine Sache. Wenn innerhalb von 6 Wochen irgendwo 20.000 Zivilisten weggebombt werden, dann ist das für dich vielleicht kein Genozid. Vielleicht ist ja nur das, was du gerne als Genozid erkennen möchtest, für dich ein Genozid. Aber für andere Menschen sieht es halt anders aus. International treten Millionen Menschen, sind in den letzten Wochen auf die Straße gegangen und haben diesen Konflikt als Genozid betrachtet. Wer sagt denn, dass du das Maß aller Dinge bist? Komm mal klar, auch deine eigene Rolle, der du denkst, du bist das Maß aller Dinge. Du bist es nicht. Ganz einfach, du bist auch nur so ein rechter Whiner im Internet. Wie ganz viele andere Whiner auch. Ja, schön für dich, dass du willst, aber I don't give a fuck. Die Punkte, die erfüllt sein müssen für einen Genozid, sind halt einfach nicht erfüllt. Das ist halt Unsinn. Das ist ein Krieg und dort sterben auch Zivilisten. Aber das. Ja, aber es sterben dort überproportional viele Zivilisten. Ihr müsst euch mal überlegen, was für ein Geweine solche Typen wie der da wegen der Ukraine veranstalten. Mittlerweile haben ja die zivilen Opfer in Gaza die zivilen Opfer in der Ukraine bei weitem überschritten. Ja, gut, wir können uns jetzt darüber streiten, was ein Genozid ist, aber das hat mein Zuschauer auch gemeint. Was will dieser Typ überhaupt? Was willst du, Junge? Vielleicht finden wir es ja noch raus. Man dann sofort sagt, es sei ein Genozid, nur weil Zivilisten sterben. Das ist halt maximal dumm. Und damit verspotten diese Leute natürlich auch die richtigen Genozide. Aha, seht ihr, schon wieder läuft es darauf hinaus, dass er persönlich, er will die Deutung
darüber, was ein Genozid ist und was nicht. Er will ihn dort, wo ihn der Schuh drückt, dort will er Genozide entdecken und dort, wo ihn nicht der Schuh drückt. Dasselbe Narrativ hattet ihr doch auch im ehemaligen Jugoslawien. Da hatten ja solche Werteritter wie der da Milosevic zum neuen Hitler erklärt. Und ein Genozid hat irgendwie stattgefunden. Aber andere sind halt anderer Meinung. Nö, 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 nö. Zum Beispiel den Genozid an den Jesiden. Und das kommt ja auch aus diesem Islam. Aha, ich verstehe. Also die Vertreibung irgendwelcher Jesiden oder auch der Mord an irgendwelchen Jesiden ist ein Genozid. Aber an den Palästinensern kann es keinen Genozid geben. Nein, nein. Weil, ich will nichts sagen, aber sie tun es mit unseren Waffen und unterstützt von der NATO. Also kann es gar kein Genozid sein. Versteht ihr? Wir haben das Recht, Zivilisten zu töten. Also wir als die NATO, wir sind die Guten. Wenn wir irgendwelche Zivilisten irgendwo wegbombardieren oder unsere Verbündeten in dem Fall, wollen wir genau sein, dann ist das natürlich ganz was anderes. Genozide begehen nur die anderen. Ich verstehe. Okay. Mystischen Kreisen dann der Hass gegen Jesiden. Ja, ich kenne genügend Israelis, auch hier aus meiner Lebenswirklichkeit. Zum Beispiel mein Nachbar hat einen guten Freund, der ist Israeli, und der sagt, für mich sind die Palästinenser Tiere, die muss man alle ausrotten. Was soll ich dir dazu sagen, Junge? Das leugnen diese Leute ja. Ja, aber du leugnest doch auch. Was ist mit deinem... Außerdem, was willst du als Deutscher mir überhaupt erzählen über dieses Thema? Der Genozid, der eine Holocaust, den hat dein Opa begangen. Du solltest mal den Ball ein bisschen flach halten, Kollege. Und deine komische Community, ich lese hier die ganze Zeit irgendwelche Dinge, die finde ich ziemlich eklig. Eklig. Widerlich. Braune Deutsche, die irgendwie gegen Palästinenser hetzen. Seit Jahren unterdrückt, das wissen wir in Hashtag, auch dadurch ist die Terrorgruppe Hamas am Ende dann entstanden. Ich muss das jetzt allerdings bemalen, sonst bekomme ich eine Anzeige von der Polizei, weil das hier ist nicht mehr erlaubt. Wären Sie auch nach dem 7. Oktober, nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Aber das ist doch Whataboutism. Jedes Mal, wenn ihr Russland kritisiert, zum Beispiel so einer wie der Bosbach, distanziert ihr euch dann vom Massaker von Odessa, der Gewerkschaftshausbrand? Das müsst ihr jedes Mal tun. Jedes Mal, wenn ihr den Russen kritisiert, müsst ihr euch immer wieder distanzieren vom Maidan, von diesem Massaker in diesem Gewerkschaftshaus, von den Artillerieangriffen gegen Donetsk und so weiter und so fort. Macht ihr das? Das macht ihr nicht. Also was wollt ihr eigentlich? Sie ist Palästinenserin, vermute ich jetzt mal. Sie solidarisiert sich halt mit ihrem Volk. Wieso soll sie sich denn mit den Gegnern solidarisieren? Habt ihr jemals irgendwelche Ukrainer in der Form unter Druck gesetzt? Sie sollen doch bitte mehr Verständnis für Russland zeigen. Die haten doch gegen Russland grenzenlos. Und ihr habt grenzenloses Verständnis dafür. So what? Was steht hier? Ihr habt euch da selber in so einer Art, ja, in so einer Art Legitimitäts- und Glaubwürdigkeitsfalle gefangen und jetzt zappelt ihr da in eurem eigenen Netz. Jetzt sitzt der Typ da auf seinem Kanal mit seinem einseitig ideologisierten Publikum und regt sich auf. Mir doch egal, soll doch die Frau da demonstrieren, von mir aus soll sie das Schild hochhalten. Ich habe kein Problem damit. Ich liebe alle Menschen auf der Welt. Was steht ihr? One world, one peace, one love. Auf die Straße gegangen, um gegen die Hamas zu demonstrieren. Ja, ja. Auf waren Sie das auch? Ja. Nach dem 7. Oktober? Ja. Und wenn sie das gemacht hat, dann ist sie eine der wenigen. Die Hamas ist, ich sag mal so, das ist jetzt für Israel halt der Grund, warum das halt alles, sag ich mal, passiert ist und so. Und die sind genauso scheiße wie das, was das israelische Militär gerade macht. Die töten sich. Und töten ist scheiße, egal aus welchem Grund. Aber dem, was Sie gerade gesagt haben, wäre ja es dann nicht klug, auf die andere Wange auch die israelische Flagge zu zeigen? Ich bin aber gerade heute nur für Palästina da. Ich könnte jetzt gleich... Ja, keine Ahnung. Habt ihr jemals einen Ukrainer aufgefordert, auf die andere Wange die russische Fahne zu zeichnen? Tja, der Ukrainer würde euch was husten, alter Schwede. Warum zeigt ihr mir jetzt diese Frau im Kontext mit irgendwelchen aufgedeckten Hass von Palästinensern? Diese Frau ist doch ganz offensichtlich eine sehr vernünftige, ausgewogene Frau, die sich einsetzt gegen Mord und Totschlag in irgendwelchen Kriegen. Sie ist eine Friedensdemonstrantin. Und ihr seid Hetzer. Das heißt, ich auch noch jetzt hier hinschreiben, scheiß auf Hamas. Und genauso lasst halt Palästina frei. Sie haben vollkommen recht, aber gerade demonstriere ich nicht gegen Hamas. Uns fallen weitere Plakate auf, die von der... Dieser Vergleich ist schon... Ja, dieser Vergleich ist ganz furchtbar, aber ist doch mein Problem, wogegen ich demonstriere. Sagt doch der letzten Generation, sie sollen gegen die Zerstörung des Planeten und für Autofahrer gleichzeitig demonstrieren. Ist doch absurd. Versteht ihr? Da denke ich mir auch wieder, was wollen diese Typen eigentlich? Was wollt ihr?
Niemand muss für nichts demonstrieren, was er nicht will. Niemand muss sich zu nichts bekennen, was er nicht will. Und nur, weil ich auf die Straße gehe mit einer Palästina-Flagge und ich gleichzeitig eine Israel-Flagge dabei habe, bin ich kein Antisemit. Ganz einfach. Das müsst ihr mal auf die Kette kriegen. Aber wisst ihr, ich kann es nur noch mal erneuern, meine Kritik. In Wahrheit habt ihr das Narrativ über diesen Konflikt verloren und jetzt weint ihr hier rum und versucht irgendwie die Reihen eurer Mannen geschlossen zu halten. Aber es ist euer Problem. Ich bin Deutscher, born in Frankfurt-Höchst. Ich bin ein Verfassungspatriot. Ich liebe mein deutsches Vaterland. Ich liebe Israel. Ich liebe alle Menschen auf dieser Welt. Und ich sehe nicht ein, was ihr überhaupt wollt. Für mich seid ihr die Bösen. Der da oben in der Ecke, das ist einer von den ganz Bösen. Das ist so ein deutscher rechter Scharfmacher. In Wahrheit hasst der Ausländer. So sieht's nämlich aus. Ja, ja, Thomas Hoch, so sieht's nämlich aus. Unverschämtheit. Der zum einen ist der unverschämt hier, der Dresden-Vergleich, zum anderen stimmt er natürlich dahingehend, dass man gegen Nazis kämpft. Ja, was heißt, der ist unverschämt? Ich weiß nicht, ob er unverschämt ist. Ich bin eh nicht unverschämt. Und die Hamas ist eine nationalsozialistische Gruppierung. Das ist eine steile These. Also ich habe mich einmal mit einem BDS-Aktivisten unterhalten in einem Podcast. Ich fand ihn eigentlich sehr normal und ich fand seine Forderungen, sie hatten überhaupt nichts von Nazi. Ich will jetzt nichts sagen, aber naja. Die sich auch die Nazis als Vorbild nimmt. Das! Ganz ehrlich, Junge, ich sterbe vor Fremdscham. Verstehst du? Ich habe auch einen deutschen Pass, Alter. Ich sterbe vor Fremdscham, wenn ich diesen Typen sehe. Und ich frage mich auch immer wieder, mein Zuschauer hat ganz recht, was will dieser Dulli überhaupt? Polizei verboten werden, weil sie Israel verunglimpfen würden. Auf diesem Das ist übrigens Zitate, die aus dem Kontext gerissen sind. Ja, na klar. Alles, was euch und die Euren in einem schlechten Licht dastehen lässt, ist aus dem Kontext gerissen. Das ist genauso wie Annalenas Whatever my German voters think. Dann gucke ich mir die ganze Rede an im Original und es ist null aus dem Kontext gerissen. Aber das behaupten ja diese Werteritter immer. Ist alles aus dem Kontext gerissen. Bi, 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 bi. Ja, wollen ruhig weiter. Ich habe mir die Quellen geholt. Ich habe ja auch hier, das Zitat hier ist aus der Zeitung HRS und die habe ich auf Abo. Das stimmt in dem Kontext halt gar nicht. Aber es Das heißt, stimmt in dem Kontext gar nicht. Es ist de facto wahr. Sie werfen unglaublich viele Bomben ab. Sie planieren ganze Wohnblocks. Man kann tausende und abertausende Videos davon sehen, die original vor Ort aufgenommen wurden. Man sieht unglaublich viele Leichen von Zivilisten, die aus irgendwelchen Trümmern geholt werden. Und wenn er sagt, dass sein Fokus auf Zerstörung und nicht auf Genauigkeit liegt. Ich weiß nicht, was für ein Interview er gegeben hat, aber de facto beschreibt er genau damit das, was man dort unten auch vor Ort beobachten kann. Dass einfach nur wahllos bombardiert wird. So wie ja die Amerikaner in grundsätzlich jedem Krieg unglaublich großen Kollateralschaden verursacht haben. Ja, ja, mein lieber Dulli, ja, ja. Das sind die Leute ja nicht. Von israelischem Terror gesprochen. Die Transparente müssen entfernt werden. Am nächsten Tag in Essen. Wieder eine pro-palästinensische Demo. Wieder begleiten wir Wolfgang Bosbach. Auch hier Plakate, die sich gegen Israel richten. Diese Frau will mit ihrem Schild sagen, dass nicht der 7. Oktober, also... Ich wette, dass Sie nicht wissen, was für ein Hintergrund bei diesem Plakat vorhanden ist. Aber du wirst uns gleich den dicksten Schwurbel aller Zeiten dazu präsentieren, was diese blutigen Hände bedeuten. Übrigens werden diese Hände nicht nur auf irgendwelchen Palästinenser-Demos so verwendet oder gezeigt. Sie sind ja ganz allgemein in der linken Szene weit verbreitet, in ganz verschiedenen Kontexten. Aber warten wir mal ab, was der Werte Ritter dazu zu sagen hat. Spannung steigt. So, ich hab's nur euch schon mal rausgesucht, damit ihr gleich wisst, wenn die es nicht sagen, woher das kommt. Der Tag der Terroranschläge. Ja, es geht hier nicht um die Gründung Israels 48. Die Hände haben eine andere Bedeutung. Und das weiß Stern-TV wahrscheinlich nicht. Hamas, der Beginn. Ja, vielleicht sind die Hände und dieses 1948 auch gar nicht im gleichen Kontext. Sie stehen auf demselben Schild. Sondern das Jahr 1948, das Gründungsjahr Israels. Bosbach will mit ihr sprechen. Nein, wir werden sowieso abmachen, weil wir am Ende sowieso falsch dargestellt werden. Also man muss jetzt erstmal sagen, dieses Plakat befürwortet das Ermorden von Israelis. Wisst ihr, ich frage mich, ob man diesen Typen nicht eigentlich anzeigen sollte wegen Volksverhetzung, was er hier betreibt. Weil er findet irgendwelche Kontexte, er zeigt null Quellen, er könnte ja eine seriöse Sendung machen, könnte mir mal eine Quelle zeigen.
Und dann würde ich mir vielleicht ernsthaft Gedanken machen, dass das, was er behauptet, auch irgendwie wahr sein könnte. Er ist so ein rechter Wutbürger. Es passt ihm jetzt nicht. So viele Ausländer, der große Austausch. Warum ist die ganze Welt nicht auf unserer Seite? Und jetzt sitzt er hier und schwurbelt sich in seiner Wut in irgendwelche Behauptungen rein, die er selber frei erfindet, während er da sitzt. Diesen beiden Händen zeigt sie, dass sie Juden töten möchte. Junge, du bist die größte Witzfigur von YouTube. Guck dir mal an, wie er da sitzt, mit diesem starren Blick, diese Wut. Ja, also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese netten palästinensischen Frauen, ich würde sagen, wir haben genug gesehen. Macht's gut, liebe Zuschauer, macht's gut.